Ronaldo glaubt weiter an CL-Titel. Für Cristiano Ronaldo bleibt das große Ziel für die kommende Saison der Gewinn der Champions League. Bei einer Preisverleihung der spanischen Marca erklärte er, dass er mit einem harten Kampf um den Thron in der Königsklasse rechne. Intentaremos como siempre, sabemos que es una competición. Wir werden es wie immer versuchen, aber wir wissen, dass es ein schwieriger Wettbewerb ist. Jedes Team will gewinnen. Real, Barcelona, die gut eingekauft haben, Atletico Madrid, Manchester City. Und Juventus will natürlich auch darum kämpfen. Aber es kann nur ein Team gewinnen. Hoffentlich ist das Juve. Eine kleine Spitze in Richtung Barcelona konnte sich der 34-Jährige nicht verkneifen. Sie haben in den letzten 5 Jahren so viel Geld in Spieler investiert und nie die Champions League gewonnen. So einfach funktioniert es eben nicht. So Ronaldo weiter. Van Dijk erklärt Zoff mit Klopp. Liverpool-Star Virgil van Dijk hat die Hintergründe seines Streits mit Jürgen Klopp im Test gegen Neapel erklärt und den Vorfall heruntergespielt. Nur Kleinigkeiten zwischen mir und ihm. Es ist nicht notwendig zu verraten, um was es geht. Ich denke, jeder muss mit jedem kommunizieren. Manchmal musst du jemandem die Wahrheit sagen. So ist es, sagte Van Dijk, der sich bei der 0:3-Pleite an der Seitenlinie ein hitziges Wortgefecht mit seinem Coach geliefert hatte. Pochettino kaut an Finalpleite. Auch fast 2 Monate nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool hat Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino die Niederlage noch nicht vollständig verdaut. Der Daily Mail verriet er, dass er nach dem Endspiel 10 Tage lang sein Haus nicht verlassen habe. Ich wollte nicht rausgehen, wenn man frei hat, ist es schlimmer, weil man jeden Tag daran denkt. Um die Niederlage aufzuarbeiten, habe er auch immer wieder mit seinem Co-Trainer Jesus Perez gesprochen, was ihm sehr geholfen habe. Sieger machen schnell weiter, so Pochettino.